Hallo. Hallo Movo. Hallo Jean-Pierre. Eigentlich wollte ich mit dir noch ein Stage 4 Golf 7 Video vorab drehen. Aber dann habe ich gemerkt, der Movo ist schon unterwegs gewesen. Dann haben wir, der Herr Kubik hat mich gerade den Movo zurückbeauftragt. Zurückgeordert. Habe ich gesagt, Movo, komm zurück. Zurück in die Basis rein. Zurück in die Basis rein. Aber der Schnee geht mir gerade hart auf den Sack. Man merkt mal richtig, wie Schnee so eine Firma beeinträchtigt. Mhm. Vor allem, wir reden jetzt von, das ja für uns ist das jetzt gerade viel Schnee, ne? Weil der bleibt liegen. Für uns ist viel. Das ist gerade hier richtig Schnee. Ich meine, für mich gerade nicht, weil Österreich mit Jonas jetzt die letzten Tage. Schneechaos in Dortmund. Ja, wenn überhaupt 2 cm. Neuer RTL-Blockbuster. Wie High Alarm auf Mallorca. Fortsetzung ist Schneechaos in Dortmund. Ja. Hier geht gar nichts mehr. So. Aber, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, darum geht es gar nicht, denn den Golf 7 gucken wir uns trotzdem mal eben ganz kurz an, was wir da gemacht haben. Und dann steigen wir in den Raptor ein, denn wir müssen uns nämlich beeilen. Wir fahren nämlich auf die Lassisee und heute richten wir unser Messsystem ein. Und wir haben natürlich extra das beste Wetter bestellt, um ein Messsystem einzurichten. Perfekt. Das ist eigentlich perfekt. Welches Auto nehmen wir? Den Raptor würde ich eigentlich auch sagen. Ist nicht ideal, aber es geht eigentlich. Ja. Ja, diese Winterreifen, die diese All Terrain, All Day Weather Tires, die sind gar nicht so gut im Schnee. Habe ich jetzt schon gemerkt. Aber egal, kriegen wir hin. Das wird wirklich sehr, sehr technisch, sehr interessant. Weil wir nämlich uns überlegt haben, wir rüsten die Strecke aus, wie die Profis das machen. Und zwar mit demselben System, wie der Benny Leuchter hatte im Golf, wie das Audi nutzt, wie es Lamborghini nutzt, wie es Porsche nutzt, wie es Volkswagen nutzt. Das richtige Messsystem, um Zeiten exakt genau zu messen. Ich habe es selbst noch nicht wirklich mit beschäftigt, nur beim Benny im Auto. Ja, so ein System kriegen wir. Trotzdem gehen wir eben rüber den Golf eigentlich angucken, weil eigentlich wollte ich es nämlich doppelt gemoppelt machen, das Video. Da kommen wir, gehen mal schnell rüber. Weil der Tore steht auch drüben. Oder so ein Korvette. Gute Idee. Weil mit den Reifen. Das wäre, glaube ich, so ultra krass, ne? Aber ich empfinde eigentlich immer, wenn Schnee ist, ist es ein bisschen wärmer. Sollen wir den Golf 7 einmal angucken? Ja. Ja, ne? Hat der schon Software drauf, Manni? Ah, nein. Schade. Aber, komm her. Also wir haben jetzt hier einen Abgaslader verbaut, vielleicht können wir ja eben ein paar Bilder reinmachen, wie das aussieht vorher, nachher. Eine Ansaugung ist jetzt zum Beispiel drin, der hat einen Ladeluftkühler bekommen, oder? Downpipe. Genau, Ladeluftkühler, die H&S Downpipe und der Auspuff-Serie, glaube ich. Ne? Auspuff-Serie, Turbo-Inlet, Turbo-Outlet. Ja. Genau, Turbo-Inlet ist der kleine Stopfen hier und der Lader hat auch Turbo-Outlet, richtig, da wo dieser kleine Schalldämpfer ist, mit diesen Verwirkungskammern in dem Ausgang zum Ladeluftkühler hin. Hat er auch alles bekommen? Jetzt machen wir uns nicht voll, jetzt fahren wir rüber zur Strecke. Und wenn wir zurückkommen, kann der Manni uns sagen, wie viel Leistung der gedrückt hat. Ja, das ist hier Express-Tuning-Information. Hätte ich gerne länger gezeigt, aber Moro war auf Tour. Ja. Egal. Aber ich finde die Kombination mit Serienauspuff eigentlich sehr gut. Muss ich sagen, mittlerweile. Ja. Reicht voll. Also man darf sich nicht einreden, dass der größere Auspuff da die Leistung wirklich beflügelt und frei macht. Der Cut sorgt dafür, der Rest ist eigentlich gut genug. Zum Beispiel ein anderes Projektauto, ich weiß nicht, ob das Video schon geliefen ist. Ein anderes Projektauto, da drücken wir über 700 PS durch einen Serienauspuff. Das kann man sich ausrechnen, welches das Auto das sein kann. Ich wünsche viel Erfolg. Danke. Viel Erfolg. Bis später. Bis später. Was habe ich denn nochmal hier eingestellt, dass man querfahren kann? Irgendwas muss man doch mal hier nochmal verstellen. Also klar, oben off, aber irgendwas habe ich doch... Zweirad hast du schon? Lock, irgendwas war... Nee, Lock ging nur in Vierrad, genau. Guck mal auf den Tacho! 10.000 Kilometer und 300 Meter. Krass, hat der 10.000? Ich glaube, der hat mehr schon. Ui. Boah, krass. Wow. Der Reifen aber echt nicht so gut, ne? Nein. Der hat ja, ist ja relativ grobstollig. Ja. Es ist ja eigentlich ist so ein Reifen von den Stollen relativ hart. Somit ist es wie ein hochstolliger Slick. Weil in der Flanke selbst hat er ja auch keine Unterteilung, weil der Winterreifen macht ja seinen Job, weil die Lamellen so weich sind, dass er den Schnee so rausschleudern kann. Ja. Kann er ja gar nicht. Stimmt. Ich denke, wenn man hier mit niedrigem Luftdruck fährt, wird das einigermaßen besser funktionieren. Und so einen Reifen kann man auch gut bedienen mit weniger Luftdruck. Ja.
Auf jeden Fall ist er schnell. Also das war schnell, aber du merkst halt die Power von dem Auto. Ja, ne? Guck mal hier. Das ist geil. Natürlich vermisst man schon so ein bisschen den V8-Sound, ne? Also ich vermisse den gar nicht. So dieses Ami-Gefühl. Okay, gut, wir fahren mal rüber zur Strecke. Und da erwartet uns gleich der Kollege von Race Navigator. Ich bin sehr gespannt auf das Ding. Ich allerdings auch. Vor allem auf die Bildqualität, die ist ja eigentlich ganz gut, ne? Ja. Vorne raus und dann ja. Innenraum, ne? Weil das System, das kann ich mal vorab sagen, das ist, was ich weiß jetzt, das System filmt den Innenraum und nach vorne raus zum Beispiel auch selbst. Das heißt, wir sparen da auch nochmal Kameras. Ja. So, wir sind gleich da. Wir sind 3 Minuten zu spät. Nebenbei, Raptor, 80 Kilometer Restreichweite. Ich bin aber schon mit dem Tank gefahren, 751 Kilometer. Respekt. Ciao. Autobahndurchverbrauch 13,8 Liter. Ciao. Piu, 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 piu. Ui, ui. Oh, rutschig hier. Da muss der Krämer auch einmal hier reagieren. Ist die Strecke denn gestraut? Ja, was? Gestraut. Was denn gestraut? Mit Salz gestraut. Gestreut? Gestreut, ja. Movo! Was stimmt denn mit euch nicht? Das ganze verdammte Land... Leute, das ganze Land sagt gestreut. Im Saarland sagt man gestraut. Okay. Okay. Liegt das an euren französischen Genen oder was? Ja. Wie heißt ihr auf Französisch? Stimmt. Keine Ahnung. Strotto. Ja, kann sein. Oh, I love you, man. Sag nochmal, wie heißt das? Ich hatte erst aus... Ich hatte erst einen Scherz. Nein. Hier ist nicht gestraut. Und denke mir so, okay, lass durchgehen. Ich bin ein bisschen gedamaged vom Wochenende, weil meine Mama das ganze Wochenende da war. Und dann ist das immer schwierig, wieder zurückzufinden zum Hochdeutschen. Gestreut. Gestreut, entschuldige, okay. Was ist gestreut? Denkst du denn, die Strecke ist gestreut? Nein, ist sie Nein, nicht. Ist sie nicht. Alter, ist sie so gar nicht, ne? Ciao, 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 ciao. Noch Fragen? Ah, die sind schon da. Race Navigator. So, machen wir hier aus. Und dann gehen wir mal hoch. Schönen guten Tag. Hallo. Hi. Hallo. Mahlzeit. Hi. Max, hi. Hallo, hi. Ja, bestes Wetter, ne? Daniel, ja, ich dachte mir, wenn dann so, oder? Besser geht eigentlich nicht, ne? Denke ich mir auch, denke ich mir auch. Ja, ja. Sonne kann jeder. So. Jetzt wird's interessant. Na, Regen gibt's ja noch, aber Schnee ist ja eigentlich das Bevorzugte. Genau dein Wetter, ja. Dachte ich mir schon. So, du trinkst auch Kaffee? Wir sind bestens versorgt, genau. Wir sind hier. Okay, weil sonst können wir schon anfangen rein, theoretisch, wenn du willst. Können wir auch. Weil wir haben jetzt extra den Raptor mitgenommen. Ja. Weil dann können wir uns da reinsetzen und du erklärst alles im Auto, während wir fahren. Weil sonst müssen wir nämlich raus. Und das ist ungemütlich. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Muss nicht sein. Können wir gerne machen. Dann setzen wir uns ins Auto. Hi. Hallo. Tim. Hi. 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 Daniel. Hi. Dann machen wir es im Auto, ne? Ja, klar. Weil da haben wir wirklich viel Platz drin. Und das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Sei jetzt mal vernünftig. Dein Name war? Max. Max, Jean-Pierre. Dein Name war? Tim. Tim, perfekt. Okay, ihr habt das erfunden? Nein, ne? Oder wo das System, wo kommt das denn her? Aus Deutschland wirklich? Ja, doch. Okay. Wir haben es erfunden. Wir haben es entwickelt. Wie lange dauert sowas? Eine halbe Ewigkeit. Nee, der gesamte Prozess bis zum ersten fertigen Produkt hat so um die 3 Jahre gedauert. Mhm. Und wir sind jetzt mittlerweile im sechsten Jahr. Im sechsten Jahr. Weil ich würde schon sagen, es ist ja eigentlich eine der Top 3 renommiertesten Systeme so der Welt. Oder? So ja. Von Datenaufzeichnung. Weil so, dann gibt es noch dieses 2D-System, aber das kann keinen Track, das kann nur Geschwindigkeit, ne? Ja, die differenzieren sich alle ein bisschen, die Systeme. Der eine hat sich ein bisschen mehr hier spezialisiert, der andere ein bisschen mehr da. Ja. Kommt immer so ein bisschen auf den Einsatzzweck an einfach. Mhm, okay. Also die Strecke, wie gesagt, wir haben hier vollen Zugriff. Also hier drunter ist irgendwo auch... noch eine Rutsch. So Gleitfläche. Genau. Die habt ihr ja dann. Ihr habt ja dann selbstständig die Strecke schon vermessen. Wir haben es im Vorfeld schon gemacht. Also nicht wir, sondern die Kollegen. Ja. Aber die haben das schon gemacht, genau. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben jetzt hier. Wir haben 2 Standorte. Hier in Deutschland sind wir knapp 5. Und dann gibt es nochmal einen 2. Standort in Polen. Da sitzen vor allen Dingen Ingenieure. Okay. Das sind nochmal so knappe 10.
Okay. Also, ich würde sagen, wir fahren mal an den Start. Trotzdem muss ich mal gucken, wie rutschig das hier so ist. Wie so ein Raptor. Oh, guck mal hier. Oh. Fängt schon an. Also, hier ist der Start. Genau, auf der Regenrinne. Das hier konnte von oben von Google Earth eigentlich alles schon sehen. Das ist schon ein komisches Gefühl, ne? Ihr wart noch nie hier, aber ihr wisst eigentlich genauso wie wir. Okay, das System muss immer in der Scheibe drin sitzen. Sollen wir es mal rausholen, mal angucken? Ja, klar. Ich muss einfach mal nach vorne hingucken. Das heißt, genau. Darf ich fragen, wie viele davon, wie viele ihr davon schon gemacht habt? Also insgesamt haben wir jetzt, wir haben ja verschiedene Systeme, also für verschiedene Einsatzzwecke und von denen haben wir so roundabout 1000 jetzt im Einsatz. Boah. Weltweit. Geil. 1000? Ja. Also relativ viel Privatnutzung noch. Relativ viel Privatnutzung, genau, ist ein ziemlich großer Anteil sogar. Also so praktisch der klassische Trackday-Fahrer, die Jungs, die mit ihrem Porsche, BMW, was auch immer, dann am Wochenende mal ja, die verlorenen, die verlorenen Formel-1-Fahrer, meinst du? Genau, ja. So kann man es auch ausdrücken, ja. Naja, und dann haben wir auch ziemlich viel im Profi-Einsatz, also Rennteams und Rennfahrer, ja, 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 die das Ganze dann entsprechend einsetzen. Ja. VLN ist ja auch bekannt, da sind viele unterwegs zum Beispiel. Ja. Okay, cool. Ich bin gespannt, wie das Ding aussieht. Ich habe es ja schon mal gesehen, bei Benny Leuchter war es ja auch drin. Genau, ja, genau. Genau. Sieht praktisch so aus. Mhm. Ein kompaktes. Was ist das hier außen? Das sind die Kameras. Hat also auf einer Achse sind die dann Kameras auch, Kameras integriert, genau. Das eine nach innen, die praktisch Fahrer-Beifahrer filmt. Und eine die ist wide und die ist auch wide? Die haben beide den gleichen Winkel. Gleichen Winkel haben die, okay. Theoretisch kannst du die sogar tauschen im Bild. Es gibt ein Video-Layout, was auch nachher in dem System... Ja, haben wir gesagt, das Video-Layout machen wir ja da. Genau, rein. Gebaut wird und dann hast du ein großes Hauptbild eben und ein kleines Zusatzbild. Und Standard ist natürlich, dass die Strecke groß ist und Inboard klein. Aber wenn du möchtest, kannst du es theoretisch auch drehen. Spielerei. Und dann kann man das Gerät praktisch ähnlich wie hier mit dem Saugnapf platzieren. Mittig. Was für eine Auflösung ist hier? Das ist HD-Auflösung. Der Vorteil ist, dass es halt kompakt ist. Ne? Du hast die Kameras hier drin, du hast die Sensorik hier drin, du hast hier ein Display dran, wo du das Gerät einstellst und auch nachher angezeigt bekommst. Sehe ich die Rundenzeit, wenn ich drüber fahre? Ja. Geil. Weil, jetzt sage ich einfach, was wir für Ideen schon hatten. Wir wollten eine Lichtschranke machen. Dass wir den hinteren Reifen drauf machen, dass wenn der Lichtschranke wieder durchbrochen wird, durchfahren wird, dass dann die Zeit vorbei ist. Mhm. Weil wir wollten irgendwas haben, wo man groß die Zeit sieht. Am besten wie da, diese Anzeige, die an der Strecke an der Seite steht, so ein Display. Mhm. Weil wir das Problem wirklich hatten, wie machen wir das? Zeigen wir die Zeit zum Beispiel erst im Büro, dass wir ins Büro springen, aber dann haben wir keine Emotionen. Weil dann bin ich ja auch wieder woanders und dann, ja, 1,51, keine Ahnung. Das ist aus dem Zusammenhang. Dann. Genau. Und dann hatten wir geguckt nach Systemen, die wirklich die Zeit direkt vor Ort anzeigen. Vielleicht können das manche, aber deren Internetseiten sind nicht so gut. Die haben das nämlich irgendwie nicht verraten, ob sie das wirklich können. Okay. Ne? Zusätzlich haben wir noch 3 Sektoren integriert. Okay, 3 Sektoren sind dabei. Das heißt, in diesen Sektoren wird gezeigt, Durchschnittsgeschwindigkeit, denke ich mal, Höchstgeschwindigkeit in diesem Sektor auch? Du siehst praktisch immer einen farblichen Graphen in Rot oder Grün. Und anhand des Graphen kannst du dann feststellen, ob du langsamer oder schneller warst. In der Runde. Genau, und du siehst dann praktisch immer diesen Gap zu deiner Referenzrunde. Okay, das sehe ich in dem Display. Ja. Hier in dem Display. Mhm. Das heißt, du das kannst ja deine eigene Performance messen und kannst auch direkt sehen, ob du, wenn du die Kurve quer fährst, dann schneller bist am Ende oder nicht. Ja, ja. Genau, das System braucht immer Strom. Genau. Weil wir haben manche Autos, da ist das schwierig. Da müssen wir dann irgendwie eine separate Stromquelle dann dran knallen. Ne? Dann ist es auch kein Problem, gibt es einen externen Akku, den man anschließen kann. Genau, sowas denke ich mir, bräuchten wir. Weil manche Autos sind Dollar plus zukünftige Projekte. Okay, verstehe. Da wird das noch problematisch. Verstehe. Die werden manchmal kein Raucherpaket haben? Nee, die werden kein Raucherpaket haben. Okay, also eigentlich ist es relativ simpel. Man hat hier Stromversorgung. Mhm. Wie lange braucht das System, bis es aktiv ist? 30 Sekunden vielleicht. Okay, also nicht jetzt irgendwie 10 Minuten, 5 Minuten, bis alles hochgefahren ist, sondern... Nein. Genau, also so sieht das Gerät aus normalerweise. Darf ich das jetzt abziehen? Ach so, ja genau, das ist ja dein Da stehst du ja drauf, ne? Du nicht? Ab und okay, wenn du 1000 Stücke, 1000 Dinger in der Hand hast, dann vielleicht nicht, aber... Das ist direkt viel schöner. Befriedigt? Ja, sehr. Super. Okay. Also, M4 war auch eigentlich gedacht, dass er vielleicht kommt, aber... Ah, okay, siehst du, dann haben wir ja... Sieht das immer da M4? Nein, ne? Nein, ich hab's so vorprogrammiert. Okay. Also wenn du dich mit deinem Handy auskennst, dann ist das hier das Gleiche. Mhm. Ist ein Touchscreen, kannst du ganz normal bedienen, gehst in die Einstellungen rein,
Dann setzt du deine Parameter, Fahrer, Fahrzeug und so weiter. Wird alles eingestellt. Sekunde, das heißt, am Ende des Tages, unsere 30 Autos, die wir jetzt alle hier fahren werden, sind alle drin. Die gebt ihr dann alle hier ein, weil ihr die ja nachher auch zuordnen könnt. Das heißt, wenn du eine Messung machst, hast du ja vorher angegeben, welches Auto das war, damit du nachher in den Messdaten nochmal sehen kannst, welches Auto war das denn. Und wir können die Daten auch am Rechner wieder rausholen und können die dann auf einem großen Bild übereinander legen. Genau. Das heißt, wir können sehen, zum Beispiel Hochgeschwindigkeit in Sektor 1, R8 gegen den Ab. Also kannst du praktisch hier alle Parameter einstellen, Fahrer, Fahrzeug, die Strecke anwählen. Hier kannst du zum Beispiel auch ins Kamerasetup gehen, dann kriegst du ein Preview, wie das Kamerabild aussieht. Aber es geht alle Flicken, oder? Das heißt, wenn wir jetzt mal wieder auf dem Bilzer Berg sind oder so, oder keine Ahnung. Ja, klar, da sind, ihr könnt auch Nürburgring oder keine Ahnung was fahren. Das kennt das System. Ja, ja, klar. Aber alle Leute haben jetzt auch die Lassisee? Da haben wir freigegeben für alle, ja. Also alle... Geil. Wenn mal einer hier hinkommen sollte und er hat so ein Gerät und er hat das Update aufgespielt, dann hat er das auch. Ja. Okay, geil. Also es ist jetzt eine offizielle Karos-Stätte hier geworden, oder? Sozusagen, ja. Und ihr seid schuld. Ja. Genau. Wie findet ihr die Idee im Allgemeinen, dass man das so macht? Weil der große Vorteil ist, oder der Nachteil ist ja der Nürburgring, wo er liegt, oder Hockenheim. Ich meine, ich liebe den Nürburgring über alles. Wirklich. Das ist ein toller Ort. Aber so flexibel zu sein, ist halt da wirklich auch nicht mehr möglich, weil alle Menschen sich das teilen. Jetzt haben wir natürlich hier die Vereinbarung, dass wir sowas wirklich nur hier machen dürfen. Es darf auch nur ich fahren, weil sonst geht nämlich hier das Chaos los. Genau. Dann passiert was und dann ist alles wieder vorbei. Und dann sagt er zwar, oh, es tut mir so leid, haben wir alle nichts von. Ich möchte schon wirklich so aufbauen, dass wir ganz, ganz viele Jahre daran wirklich Spaß haben. Aber wie seht ihr das jetzt? Weil ihr seid jetzt wirklich rein aus dem Motorsport und wirklich hochprofessionell in dem Thema. Seht ihr die Strecke zu kurz? Ist jetzt so schwer abzuschätzen, ob es zu kurz ist. Es kommt ja immer auf die Passagen an. Man braucht gewisse Kombinationen, einfach um gewisse Fahrzustände zu erreichen bei den Fahrzeugen, um dann zu sehen, wie ist die Performance vom Fahrzeug, wie ist die Performance vom Fahrwerk, wie ist die Performance von der Bremse. Man braucht eine gute Mischung. Ja. Die Strecke muss jetzt im Gesamten noch nicht mal so lang sein unbedingt, aber sie muss halt die richtigen Passagen haben, um halt das Fahrzeug in gewisse Situationen zu bekommen. Ja, ja, ja. Also du hast hier eine ganz normale Antenne. Die kann man jetzt einfach mal... Die hält am Metall, ne? Die hält am Metall, genau. Hat Magnetfuß. Das heißt, Alu ist schon wieder... Ja, nimmt man halt einen Streifen Tape oder so. Ne? Aber dein Raptor mit Sicherheit nicht aus... Doch, der Raptor ist aus Alu. Das ist ein geiles Auto. Das Auto an sich ist mega. Oder mächtig. Auch? Oder ist euer Magnet Game Over? Nein, nein, nein. Das ist ja krass. Also der Leiterrahmen ist auf jeden Fall aus Stahl. Sonst können wir es auch mal so versuchen. Ja, nur ist ja jetzt eh Test. Nur wir empfehlen halt immer, die Antenne dann, ne? Draußen anzubringen. Weil je nachdem, was für ein Fahrzeug, je nachdem mit beheizter Scheibe und so Sachen, kann das halt... Alles das GPS-Signal beeinflussen. Mhm. Ja, deswegen sagen wir eigentlich immer grundsätzlich außen normalerweise am höchsten Punkt anbringen vom Fahrzeug dann. Okay. Okay, gut. Was muss ich machen? Also wir gehen jetzt genau von da aus. Wir sind ganz normal am Drehen. Auto steht, System habe ich einfach nur angeschaltet. Genau, dann sieht das ja so aus. Dann sieht das so aus. Genau, das heißt, du siehst jetzt erstmal, wie das Gerät aktuell eingestellt ist. Auf ein M4. Genau. So, und dann kannst du jetzt entscheiden, okay, ich möchte was ändern. Gehst du in die Einstellung rein. Fahrer bleibt ja der gleiche, aber Fahrzeug ändern wir ja jetzt. Ja, genau. So, das heißt, wir legen jetzt ein neues Fahrzeug an. Dann kannst du den Autos Nummern geben, weiß ich nicht, abhängig vom Nummernschild oder was auch immer. Nein, das ist egal. So, und dann gibst du das Modell ein. So, und jetzt hast du ihn hier schon angelegt. Ja? Und dann heißt, du markierst dir das Auto einfach, sagst dann Set, sodass der Punkt reingesprungen ist. Und jetzt hast du den Aber ist auch Touch, ne? Ja, ja. Okay. Und jetzt hast du den Wagen angewählt. Und wenn du hier... Über den Home-Button kommst du immer wieder zurück. Ja. Steht jetzt hier schon der Raptor dran. Okay, perfekt. Hast du schon umgestellt. Okay. Strecke ist schon angewählt. Ja. Passt alles. Mhm. Was du noch auswählen kannst, da solltet ihr euch dann am Anfang drauf einigen, ist das Video-Layout, also wie das Video praktisch im Nachgang aussieht. Ah, was das System. Das kann man nicht ändern nachher, ne? Im Nachgang nicht. Das musst du immer vorher einstellen. Okay, Spa. So, dann gibt's. Ja, genau. Das ist jetzt nur als Beispiel dann. Das kommt, glaube ich, überall. Spa. Gibt's hier verschiedene Dashboards. Von verschiedenen Fahrzeugherstellern teilweise auch. Ah, Mercedes. Ja, mit 2-3 Kameras, je nachdem. Oh, geil, ey, Porsche. Ford Raptor jetzt noch nicht unbedingt, aber... Nee, das ist nicht so typisch, check der aus. Full HD. Genau.
Ich denke mal, das ist so das Standard-Setup, das wird für euch auch ganz gut passen. Da ist auch eine Streckengrafik mit drauf, also dann siehst du praktisch auch eine GPS-Position. Machen wir Full HD oder machen wir HD? HD. Full HD ist eine Option, du kannst noch eine dritte Kamera anschließen von uns, die ist dann Full HD. Okay. Würde man jetzt praktisch so einstellen. Mhm. Ja. Okay. Dann geht es um die Startgeschichte. Normalerweise wird das ja eher bei Rundstrecke und so eingesetzt. Mhm, und da gibt es dann diese Recording mit 20 km/h oder 40 km/h. Manuell kann man starten oder dieses. Manuell wäre dann wo? Ich muss da drauf drücken? Manuell bedeutet, dann sieht das auch so aus. Du hast dann hier eine neue Schaltfläche bekommen, wo du drauf drücken kannst. Oder du kannst auch auf den Knopf etwas länger drücken zum Starten, Stoppen. Schwierig. Ja. Ja gut, in manchen Situationen ist das ganz hilfreich, ja, wenn du selber kontrollieren kannst, wann du startest und stoppst. Aber die meisten nehmen diese Autofunktion. Ne? Ja, ja, ja. Weil dann muss man an nichts senken, vergisst nichts. Und, genau, einfach halt. Das System macht immer alleine. Ja, okay, dann machen wir mal Standing, ne? Genau. Genau. Jetzt ist da rot. Genau, das ist jetzt rot, das heißt, es ist jetzt scharf. Beim Standing Start ist das so, das System muss ja jetzt erst erkennen, ob du dich in der Nähe von der Startlinie befindest, von der Strecke. Ja, ja. Das guckt jetzt gerade das System. Ja, genau. Und das hat es erkannt und ist jetzt scharf. Das heißt, ach, ja, weiß ich schon Bescheid. Starten. Krass. Dann gehst du hier aufs Dashboard. Ha! Und hier läuft jetzt die Zeit schon. Das habt ihr nicht voll testen können? Nein. Na ja, gut, wir haben es am Simulator getestet. Man kann das anhand von den GPS-Koordinaten simulieren, aha, laufen lassen. Kann man damit auch 100, 200 Zeiten und sowas messen? Ja, ist auch mit auf dem Gerät drauf. Das heißt, ihr könnt auch eure ganzen Beschleunigungsmessungen. Und dann sieht man die alten Werte noch in der Historie auch? Genau, ja. Yeah. Rechte Regelung. Doch, glaube ich, der Fenster wäre, glaube ich, doch lustiger geworden. Auf Sommer. Ihr könnt mal beschreiben, wie ihr die Stelle hier empfindet, weil das ist immer schwierig, ein Video rüberzubringen. Ja, also wir sind ja scheiße, jetzt hier relativ locker drüber gefahren, aber das ist so eine Stelle, wo sich der ganze Magen, die ganzen Innereien anheben werden. Das heißt, das wird man auf jeden Fall gut spüren. Und die Strecke ist auch nicht relativ breit hier. Ne? Das heißt, man muss schon das Auto genau positionieren, sonst. Voll, sonst machst du richtig. Man hat nicht viel Luft. Ohne Corona geht nichts. Nee. Geht auch. Ohne Corona geht einfach nichts. Jetzt bist du hier drüber gefahren, hast eine 2,7 gehabt. So, und jetzt. Jetzt fahren wir nochmal? Genau, fahren wir nochmal. Das System kennt ja jetzt seine Zeit. Ist jetzt schon wesentlich schneller. Das siehst du hier an dem Grün. Mhm. Das System zeigt dir an, wenn du im Vergleich zu dieser Referenzzeit, diese 2,07, die er jetzt hier genommen hat, ja, 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 ob du schneller oder langsamer bist. Bist du grün, bist du schneller, bist rot, du langsamer, wird es rot. Du kannst ja mal ein bisschen Piano machen, dann siehst du mal den Vergleich, wie das dann aussieht. Mal gucken. Ja, so füllen sich diese Gleitflächen an, ne? Ja, so. Das ist aber deutlich grün, ne? Deutlich, ja. Na gut, du musst ja auch überlegen, du hattest eben einen stehenden Start und jetzt bist du ja durchgefahren. Ah, stimmt. Ne? Das kommt ja allein dadurch gewinnst du ja. Nee, auch standen wir. Standen doch, oder nicht? Am Anfang ja, aber wir haben ja schon mal passiert. Wir sind ja jetzt schon in der zweiten Runde praktisch. Nee, ich hab gedacht, wir würden beim zweiten Mal auch, wären wir auch stehen geblieben. Nee, wir sind durchgefahren. Ah, okay. Genau auf der Rinne, ne? Und jetzt war es eine 1,57 und dann schaltet er hier auch automatisch um auf die 1,57. Also er nimmt immer automatisch die schnellste Zeit als Referenz. Ja, wo kann ich deine Historie sehen? Gehst du hier wieder raus. So, dann hast du hier Laps. Mhm. Und hier siehst du jetzt die Historie. In der ersten Runde hattest du die 2,07. In der zweiten hattest du die 1,57 und die dritte, das waren jetzt gerade die 16 ja, Sekunden. Super, super. Und mega. Du kannst das dann nachher auch sortieren, hier oben nach Rundenzeit oder nach Rundennummer oder so, wenn du irgendwas Bestimmtes ja, suchst. Ja, ja. Und du siehst, der zeigt dir hier auch immer automatisch die schnellste Runde direkt gelb an in der Session. In allen dann, ne? Genau, das ist immer nach Ordnern angelegt mit den Fahrzeugen und dann siehst du immer direkt,
Hier hast du ja auch nochmal das Ranking, wo er dir anzeigt, das ist die schnellste, das ist die zweitschnellste. Aber die allerschnellste zeigt er dir auch immer gelb an, dass du es halt relativ geil schnell rausfindest. Das wird sehr, sehr geil. Und du kannst dir das theoretisch auch jetzt schon hier angucken auf dem Gerät. Ach, was? Achso, wenn er das Recording stoppt. Moment. Geil. Erzähl keinen Shit. Das ist geil. So sieht das dann auch aus. I'm very impressed. Aber wie geil auch die. Eigentlich sieht es aus wie eine Rennstrecke, ne? Ja. Wenn du so unten die Form siehst von dem Ding. Süß. Hier siehst du ja auch ganz klein eingezeichnet die Startlinie, mhm, die Sektorenzeit. Ach genau, der erste Sektor ist vor dem Borsigplatz, ne? Der erste Sektor ist hier von der Startlinie bis kurz vor dem. Macht sehr viel Sinn, ja. Roundabout da. Und dann ist der nächste Sektor in dieser Spitzkehre unten. Der da wo. Ja, hier jetzt. Das ist der nächste Sektorpunkt. Und dann gibt es noch mal einen da bei dem Stromhügel ungefähr. Mhm. Noch irgendwas, was ich wissen? Ach, G-Kräfte sehe ich da auch in dem Display unten? Sehe ich. Genau, hier gibt es noch G-Kräfte, Speed, hier läuft die Zeit. Wir haben auch noch einen OBD-Stecker dabei. Das heißt, wenn ihr Fahrzeuge mit OBD-Anbindung habt, dann könnt ihr auch noch Drehzahl und Gaspedal mit anzeigen lassen. Und der OBD-Stecker, wo steckt hier rein? Hier im Auto ganz normal. Nee, klar, aber am Gerät meine ich. Gar nicht, ist drahtlos. Gut, das ist drahtlos. Den stecke ich einfach rein, der verbindet sich automatisch und weiß Bescheid. Genau. Muss auch nichts konfigurieren, der weiß, ich will nur Drehzahl, ich will nur Laste, ich will Pedale sehen, fertig. Das sind diese Standardprotokolle, die ja jede Werkstatt auslesen kann oder ja, genau, für Abgasuntersuchungen und sowas. Das. Okay, gut, sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Es wird immer zum Einsatz kommen. Vielleicht werden wir uns auch wirklich mal benutzen beim normalen Fahren auch. Ja. Weißt du, dass der Koffer immer mit uns mitkommt. Mhm. Das ist im normalen Fahren benutzt. Ja, klar, dafür ist der Koffer da, könnt ihr alles reinschmeißen und dann könnt ihr das noch. Wenn ich 100, 200, kannst du mal zeigen, 100, 200, wo würde ich das finden? Dann gehst du hier in diese Event-Modes rein. Trackday ist eben dieser Standard-Modus, heißt bei uns so, weil wir mal aus dem Trackday-Bereich kommen, deswegen der Name. Bedeutet einfach nur. Das ist ein Wort, was ich wirklich nicht mag. Du kannst einfach aufzeichnen und es wird gespeichert intern verarbeitet. Wie viel kann der speichern? Der hat 64 GB, das sind in HD-Auflösung so ungefähr 7,5 Stunden. Okay, das ist eher für die Uber-Fahrer, der Taximotor? Ist eher für die, kennst du ja auch, Renntaxi. Wenn die Gäste. Jungs die Gäste mitnehmen, gibt es einen extra Modus, dass das Video automatisch direkt auf einem USB-Stick gespeichert wird, während der Fahrt schon. Das heißt, wenn du dann stehen bleibst mit dem Auto, kannst du direkt den Stick ziehen und dem Fahrgast mitgeben und kannst praktisch so einen nach dem anderen durchspielen. Mhm. Street Mode? Genau, das ist dann diese Beschleunigungsgeschichte. Immer gleiches Prinzip, anwählen, dann aufs Set gehen. Und jetzt kannst du praktisch Beschleunigung machen. Das sieht dann jetzt ein bisschen anders aus, das Dashboard. Ja. Dann gibt es hier diese Standardsachen. 100, bei 0 ist bei uns 0, nicht. 0,100, 0,200, 0,300 oder eben Custom. Auf Custom. Da kannst du dann selber die Regler setzen und machst auch Durchzug oder irgendwie sowas. Und du kannst das gleiche auch noch mit Bremsung machen, dass du auch messen kannst. Ja, also da haben die Leute noch keinen Bezug dazu. Aber kann man hier super machen. Klar. Bremsen. Also Bremsen werden wir wahrscheinlich auch noch mal ein paar Videos thematisieren, weil Bremsen ja irgendwie nicht vorkommt. Da bremst einer und sagt, wie vielleicht die Straße entlang mit so einem Maßband und sagt, passt. Ist scheiße. Ja. Sondern wirklich mal so eine Langzeitbelastung machen. Ne? Du fährst zum Beispiel immer rauf, runter und machst immer 100er, wie wirklich so eine Bremse zur Neige geht. Oder was sich auch wirklich verändert, ne? Dass sie vielleicht auch einmal hoch geht und aus einer kalten Bremse, Performance besser wird. So Peak oder so, und dann geht die Performance wieder runter. Auch wirklich gut, also wirklich, ich meine es wirklich ernst, es ist echt geil gemacht. Es macht Spaß, das Ding. Ist auch gut, weil man kann endlich mal ordentlich die Zahlen lesen da vorne. Wenn man stimmt. Achso, ja genau, das ist natürlich auch so ein Thema, wenn ihr das abfüllt auf dem Display. Die springen mal ins Bild und dann siehst du so, 8,2, weißt du? Gut? Ja, sehr gut. Danke sehr. Dann sage ich jetzt tschüss, ciao. Wegen ist was essen noch. Ich zeige eben noch die Halle. Gerne, ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder, ne? Yes. Sag tschüss, Movo. Tschüss, Movo. Sollen wir mal was probieren? Mach mal, warte mal. Wolltest du nur 0,50 machen? Ja, 100 jetzt hier drauf ist ein bisschen. Tipps? 5,5. Wird eher so Richtung 6,5 gehen.
Ich glaube, was hast du? 6. 4, 8. Warte. Ich dachte, du fährst ein Ei, oder? Kann ich auch. Ich mach das mein Leben lang. Ich kenn mich, so aus bei der Scheiße. Respekt. Aber das liege ich oft, ne? Ja. Na, aber dann wird es ja jetzt so angezeigt. Du siehst dann die Zeit, ja, du siehst sogar noch die Gehkräfte, ja, halt, die dazu. Ja.